Freunde, heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes für euch, wie jeden Tag mittlerweile. Wir haben heute, oder ich habe meine Formen von Suri Designs bekommen, die ich bei Stempelmühle gekauft habe. Und deswegen möchte ich euch das auch ans Herz legen, ganz schnell mal bei Stempelmühle reinzugucken, weil sonst morgen könnten die schon wieder ausverkauft sein. Das sind ganz tolle neue Formen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz neue Firma. Die gibt es erst seit 1-2 Jahren. Ich weiß gar nicht, jedenfalls lange noch nicht. Und jetzt haben wir die ersten Formen bekommen. Ich habe mir hier ein Bienchen ausgesucht. Die kosten natürlich alle ein bisschen Geld. Die kosten, also die Kleine hier, die kostet schon 15 Euro so ungefähr. Und die großen 25, eine. Aber das sind so eine außergewöhnlichen, schönen Sachen. Wer was Außergewöhnliches haben will, muss sie unbedingt haben. Wir gießen die auch gleich nochmal. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt ein Bienchen ausgesucht. Die kann man immer mal irgendwo drauf machen. Dann gibt es hier White Fangs, die Wolfsköpfe, einmal von vorne und einmal von der Seite. Dann habe ich hier Butterfly Woman, eine Schmetterlingsfrau, so als Fee oder mystisches Wesen halt. Dann haben wir Lovables Bugs, also Käferchen und ja, hier in so einen großen Käfer, die sind so schön verschnörkelt irgendwie. Mistkäfer. Und der hier. Dann gibt es Medieval Gear, das sind alles so, hier ist eine Ritterrüstung, das Oberteil von einer Ritterrüstung und dann lauter Schwerter, Äxte und sowas, da kann man tolle Rittersachen mitgestalten. Da gibt es natürlich auch ein großes Schild, die hat Wenke jetzt leider noch nicht bekommen, diese Form, aber hoffentlich bei den nächsten Bestellungen, dass man das da mal nachbestellen kann und dann machen wir mit diesem Teil so ein richtig schönes Schild in Rittermanier. Man kann so viele schöne Sachen machen. Hier ist nochmal eine schöne Eule. Die muss ich unbedingt haben. Eine Eule, wenn die schön aussieht, braucht Kannst man. Kannst du dran vorbeigehen? Nee, ja. Kann ich nicht dran vorbeigehen. Ist schlimm. Ja, für mich auch. Dann gibt es so Seahorse, Realm, also Seepferdchen und wunderschöne Seepferdchen. Wir gießen sie ja gleich mal. Dann gibt es hier ein Tor. Das sieht schick aus. Ein Ornament-Tor. Das ist wirklich richtig toll. Dazu dann noch ein Schloss, wo kleine Drachen mit rumfliegen. Und dann haben wir hier, wie hat man eben gesagt, heißt es? Wappen, dass man sich Wappen selber machen kann. Ja, das ist richtig schön. Mit Buchstaben. Da kann man dann die Buchstaben nachher einzeln kaufen. Hier ist jetzt nur A und B drin. Aber es gibt natürlich das ganze Alphabet, wo man dann eigentlich immer 6 Buchstaben, glaube ich, kaufen muss für 25 Euro. Ist ja schon happig, aber... Ja, ist aber einmalig. Ist einmalig, genau. Also wer was Einmaliges haben will, investiert das Geld. Ich habe es ja auch gemacht. Also erstmal schon die Grund... Wappen braucht man und dann kriegt man nachher immer 6 oder 8 Buchstaben, ich weiß ja nicht mehr. Gießen möchte ich heute die ganzen Ornamente mal mit einem neuen Harz von Wagner Dental. Avapur 2,5, warum das so heißt, frag mich der Geier. 2K Polyurethan Gießharz, das sind alle so Namen. Ein zweikomponentiges Gießharz. Das ist eigentlich das ist reich. Wir haben jetzt hier einmal Basis und Härte. Wird 1:1 gemischt, das ist eine tolle Sache, aber 1:1 nach Gewicht, damit man auch immer das Richtige hat und nicht abschätzen muss, ob man jetzt die richtige Höhe hat in irgendeinem Becher oder sowas. Nach Gewicht finde ich das immer ganz toll. Dann haben wir hier die Basiskomponente. Da sieht man unten, dass sich da so ein bisschen was Weißes abgesetzt hat. Das muss man natürlich erstmal schön schütteln. Wir wollen ja nachher schneeweiße gegossene Teile haben, aber diesmal wollen wir es nicht. Die werden eigentlich schneeweiß und wir haben uns gedacht, wir färben das dieses Mal gleich ein. Wir haben ja Pigmente und Farben, um Harze einfärben zu können und dann färben wir uns die ganzen Teile gleich in schwarz ein und brauchen die dann nicht erst schwarz vorgrundieren. So sieht das aus, wenn das funktioniert. Genau. Also ihr seid jetzt Teilhabe eines Experiments. Ja. Mal Hälfte, Hälfte mischen. Mal gucken, wie viel hier drin passt. 40, 42 Gramm. 42. Dann auch 42 Gramm von der anderen Komponente. Das gießt sich jetzt natürlich wieder ein bisschen doof. So, wenn man dann die richtigen Mengen beisammen hat, muss man das richtig schön verrühren, aber man hat jetzt da auch nicht viel Zeit. Das ist ein ganz schnelles Harz. Ich glaube, das war jetzt bloß ganz kurz.
30 Minuten ist das fest, aber so lange habt ihr gar nicht Zeit, haben wir letztes Mal festgestellt schon. Wir haben das schon mal ausprobiert, das geht wirklich rucki-zucki, da kannst du zugucken. Schön verrühren. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen jetzt erstmal ein paar Teile doch in weiß, damit ihr den Unterschied seht von dem normalen Harz dann zu dem schwarzen. Wenn wir das gemischt haben. Weil wir nett sind. Wir nett sind, ganz nette. So, jetzt müssen wir das hier eingießen, vorsichtig. Und da muss man sich dann schon bald beeilen, weil das zusehends fest wird. So, dann haben wir hier noch die Seepferdchen. Die passen auch schön in weiß. Die kann man nämlich dann hinterher schön blau oder so gestalten. Da hat man ja dann wieder alle Wege offen. Und macht wirklich nicht mehr als jetzt hier die 40 Gramm von jeder Sorte, also 80 insgesamt, weil das so schnell, je mehr ihr einrührt, desto schneller wird das. Guck da mal, das bisschen, was er da einrührt hat, ist da schon ganz schön ergiebig. Ja. Das hat schon zwei Formen und ist immer noch voll. Ja. Wir wollten bloß ein bisschen was zeigen in weiß. Tja, nun hast du Pech gehabt. Machen wir die Frau hier noch in weiß. Das ist eine Elfe. Die Elfe, die Schmetterlingsdame. Schmatter da nicht so rum. Macht das ordentlich. Ja, wenn du die Zeit hast, kannst du, das wird schon dicker. Und guck mal, das sieht man, dass es schon fest wird in den Formen. Mal zugucken. Ja, deswegen nur ganz wenig einrühren. Das ist ja nicht so einfach. Oder schneller arbeiten. Ja, du nur erst. Du weißt doch, beim Arbeiten haben Hände und Beine eine rotierende Scheibe zu ergeben. Hm. Halt dich dran. Aber ordentlich muss es sein. Aber ordentlich muss es sein. Na sicher. Oh. Scherzkeks. Hast du jetzt gesagt Scheißkeks? Scherzkeks. Ich würde doch nie Scheißkeks zu dir sagen. Da denke ich mal auch, ey. Ich würde mir nie trauen. Das natürlich verrühren, wenn man die beiden Mengen richtig abgemessen hat. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einzufärben. Einmal habe ich hier von Dupont, das sind so Farbpigmente, Effektpigmente, die werden dann so metallisch. Oder es gibt so eine, ja, Pasten, Farbpasten, die sind auch gut, die sind auch opak. Probiert das jetzt einmal mit so einer Pigmentfarbe. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel man da reinmachen muss, um das schwarz zu kriegen. Mit so einem Glas. Ja, so ein Glas natürlich, so ein ganzes Glas. Mal einrühren. Ich glaube mal, das geht mit den Farben, mit den Farbpasten besser, aber werden wir sehen. Das muss man sich immer aussuchen oder ausprobieren, sagen wir es so, ausprobieren, was am besten passt für welche Sachen, die man machen möchte. Gibt es das doch in anderen Farben? Gibt es natürlich in anderen Farben, klar. Ich habe jetzt hier nur schwarz genommen, weil wir ja eigentlich immer einen schwarzen Untergrund haben wollen. Dann muss man das erstmal anmalen, wieder in schwarz. Und dann wird das weiter farblich gestaltet. Und wenn man gleich das Harz in schwarz hat, braucht man nicht mehr malen, nicht mehr schwarz grundieren. Und wenn man den rot haben will, dann macht man den rot. Und wenn man blau haben will, macht man den blau. Macht man das halt in der Farbe, ja. Wenn es das in verschiedenen Farben gibt. So, jetzt darf man auch wieder ja nicht zu lange rühren, weil dann das Harz schon wieder fest wird. Das ist nämlich so ein ganz schnelles Harz. Ich nutze jetzt hier gleich erstmal, um das Tor hier so zu machen. Da passt ja eine ganze Menge rein. Das andere ist schon fest da oben. Ja, das andere ist schon fest. Das ist so schnell, da hast du hier nicht mal die nächste Ladung eingerührt, da ist das da oben schon fest. Eine feine Erfindung. Also wenn du was schnell machen willst, ist Harz, dieses schnelle Harz hier richtig super. Kostet natürlich alles auch ein bisschen Geld. Ach, na du und dein Geld. Immer. Ja, ist so. Kostet alles ein bisschen. Hilft ja alles nicht. Aber ist halt auch ein tolles Material. Nicht mehr für ein Wurst. Nee, das Schloss wollte ich jetzt in dem anderen Schwarz machen, um das zu sehen. Das machen wir hier der Unterschied ist. Machen wir hier einfach noch was kleinert. Ist heute der Experimentiertag. Und dann machen wir jetzt einfach mal einmal die Farbpaste da rein von Dupont. Da braucht man jetzt auch wieder eigentlich gar nicht viel, um das schwarz zu kriegen. Ich glaube, mit der Farbpaste geht das immer besser. Das sieht richtig schwarz aus, oder? Ja. Das werden wir nachher sehen, wenn wir rausnehmen. Ja, das sieht jedenfalls dunkler aus schon als das andere. Mein Tisch ist schief, da müssen wir auch mal was machen. Schief ist schick. Nee, das läuft mir immer an einer Seite raus. Ach, da kann ich aber nichts dafür. Beim Gießen ist das doof.
Soll ich hochhalten den Tisch? Ja, halt mal die ganze Zeit. Das hast du jetzt ernst gemeint? Natürlich. Damit meine Formen gerade werden. So. So, und dann gießen wir jetzt einfach mal das Schloss. Das sieht irgendwie dunkler aus jetzt. Dunkler aus, ja, finde ich auch. Das andere wird irgendwie weiß. Das können wir erst sagen, wenn wir das rausgenommen haben nachher. Gießt sich einfach alles nicht. Und mach halt doch vorsichtig. Ja, mach mal vorsichtig. Schnell und vorsichtig ist es ja nicht so einfach. Keine gute Mischung, schnell und vorsichtig. Das ist dein Heultag, Mann. Ja, das ist irgendwie... Und das erstmal ausprobiert. So, und das, jetzt haben wir noch so viel über. Ja, der macht dann noch mehr. Aber schneller. Aber schneller, ja. Also ich hätte zuerst die Eule genommen. Hier haben wir gleich wieder zwei Teile. Ja, jetzt bleibt natürlich wieder ein Rest über, ist ja logisch. Ich hätte dir auch die Eule genommen. Da ist doch so ein Käfer, den du machen kannst. Nee, jetzt machen wir hier noch ein Schwert. Axt. Den hier vielleicht noch. Reicht das noch für das Schwert auch noch? Na, siehst du. Manchmal klappt das doch. Wir haben dann jetzt schon mal angefangen, die ersten rauszumachen und die Formen lassen sich wirklich gut rausmachen hier. Also ist wirklich toll, aber mein Schwarz ist leider nicht schwarz geworden, das ist grau. Selbst mit der Farbe, mit der Farbpaste gemischt. Ich habe jetzt nochmal eingerührt mit ein bisschen mehr. Man muss sich dann halt ausprobieren, wie viel Farbe rein muss, damit es schwarz wird. Und man könnte auch noch mit Acrylfarben experimentieren, ob das geht. Aber auch grau sieht schön aus. Also und die Figuren sind wirklich ganz edel. Also kann man wirklich nicht meckern. Ja. Hier ist mal das Tor. Das ist ja wohl so filigran, das ist ja wohl klasse. Dass man nicht edel aussieht. Wirklich toll. Und jetzt habe ich hier so ein paar kleine Stellen, die so überstehen, wo ich nicht sauber gegossen habe. Das schneidet man dann einfach ein bisschen mit einer Schere ab oder mit einem Cuttermesser. Dann ist das auch toll. Das ist dann jetzt das Schloss mit den kleinen Drachen dazu. Das sieht natürlich ganz perfekt aus. Sieht richtig edel aus, ja. Also das Schloss ist wirklich wunderschön. Die sind alle schön. Man kann sich da nicht entscheiden. So, und jetzt probieren wir einfach nochmal einen Guss mit, dass wir das einfärben mit Acrylfarbe, Deca-Color Matt. Mit der Farbe arbeite ich ja sonst auch immer. Da kann man jetzt ein bisschen was reinmachen. Sollen eigentlich nicht mehr als, heißt das jetzt immer 1% oder 10%? Ich glaube 10% Farbe. Das ist aber ein Riesenunterschied zwischen 1% ja, das ist eine ganze Menge. Also man darf da nicht zu viel an Farbe reinmachen. Da muss aber bestimmt noch was drin. Die löst sich jetzt hier auch ja nicht so gut auf. Das sieht nur grau aus. Nee, das löst sich nicht auf. Das löst sich nicht auf. Also das können wir vergessen. Da bin ich gespannt, ob das mit der Acrylfarbe funktioniert. Nicht mit einem schiefen Tusch ist das kacke. Das ist einfach, das lüftet die Seite da rein und hier hinten ist naja nichts. Das lüftet hier vorne wieder raus. Den Tisch müssen wir einfach endlich gerade machen. Wer muss das machen? Du. Ich nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Schön, wenn man die Arbeit auf andere schieben kann. Ja. Ne? Das wird jedenfalls nicht, guck mal, das wirft richtig Blasen. Also Acrylfarbe. Acrylfarbe Finger ist weg. Nicht gut. Für so eine Sachen. Acrylfarbe, das macht Blasen. Kommt vielleicht auf die Farbe und kommt vielleicht auch auf das Harz an. Aber hier mit diesem Harz geht das nicht, dass man da Acrylfarben reinmacht. Ja, mal gucken. Es ist ja auch ein experimenteller Tag. Das ist ein Experiment, ja. Also hier hat man jetzt das Experiment noch, ein bisschen mehr Farbe reinzumachen von dieser Farbpaste. Epoxy-Resinpaste, schwarz von Dupont. Also muss man halt ein bisschen mehr nehmen, damit es schwarz wird. Muss man sich, wie gesagt, halt austesten. Und das wird bei den Pigmenten genauso sein. Das ist bestimmt bei den mehr Pigmente wird es auch schwarz. Wir haben nur zu zaghaft gemacht. Zu zaghaft Farbe drin gemacht, das ja. Kann sein. Also im Endeffekt, Resümee, es funktioniert, wenn man nur genug Farbe nimmt.
Ja, muss man sich halt ausprobieren, dass es wirklich dann auch schwarz aussieht. Wenn außer schwarz mit dem Acryl. Das funktioniert nicht. Hier, da sieht er richtig, wie das Blasen wirft. Im Endeffekt kann man es nachher für so ein Mixed-Media-Projekt auch verwenden. Habe ich schon gemacht. Da, mir ist nämlich eingefallen, wir hatten das schon mal gemacht mit Acrylfarben und haben das dann verworfen, weil das hier richtig rausquillt aus der Form. Das muss man jetzt wirklich aushärten lassen, richtig. Dann kriegt man es auch aus der Form, aber eben wird halt auch nicht richtig schwarz und diese Blasen will man nicht haben. Also nicht mit Acrylfarben das machen. Bei diesem Harz hier auf jeden Fall nicht. Ich habe schon irgendwo anders gesehen, die mischen das auch mit Acrylfarben, aber diese Harz bitte keine Acrylfarben. Eignet sich nicht dafür. Nee. Aber sonst ist das Harz top. So ist es schön, ja. Alles super rausgegangen. Sieht alles toll aus. Das sieht ja edel aus. Das Schloss ist schön, ja. Ja, das ist wirklich edel. Die sind alle toll. Guck dir doch mal hier die Ritterrüstung an. Das ist so edel. Das ist keine Rüstung, das ist ein Wappen. Das ist ein Wappen? Na. Könntest du vielleicht noch als Helm durchgehen lassen. Ja, aber als ansonsten, Helm, ja. Ansonsten ist das ein Wappen. Zeig mal den Bilderrahmen da hinten. Da hinten? Den bei hier. Den Schwertern. Ach, ja. Das hatten wir eben schon mit dem. Ja, hier, der sieht doch auch toll aus. Ja. Richtig edel. Ja. Und jetzt kannst du dir anmalen, wie du brauchst nachher für deine Projekte. Genau. So, hier den relativ dunklen Rahmen machen wir jetzt einfach mal mit einer Wachspaste noch ein bisschen Gold drauf. Dann wird das ein richtig schönes vergoldetes Teil. Und man kann natürlich mit anderen Farben da noch drauf gehen. Man kann da, ach, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zeigen wir euch dann. Ja, aber das sind extra Videos. Ja, das, wir haben euch schon mal gezeigt. Wir haben euch schon mal gezeigt, wie man diese Teile anmalen kann. Das verlinke ich euch einfach mit. Und dann seht ihr, was man da noch für Möglichkeiten hat. Aber ansonsten erstmal nur mit so einer Wachspaste drauf. Sieht schon mal richtig ist edel schon aus. Perfekt. Also, sieht schon cool aus. Hier seht ihr dann jetzt nochmal meine ganze Ausbeute auf einen Blick. Also ich habe mir jetzt, wie gesagt, nur ein paar ausgesucht. Da gibt es noch viel, viel mehr. Schaut unbedingt in den Shop rein bei Stempelmühle und sichert euch da noch ein paar, wenn ihr noch welche abbekommt. Nur mal so am Rande. Ich war ja wieder ganz schnell. Und hast du wieder Glück gehabt, ne? Ich habe Glück gehabt, ja. Weil Wenke mich immer anruft, wenn sie was Neues kriegt. Hier, kannst du mal gucken. Und dann geht das immer ganz schnell. Also kann ich euch nur empfehlen, das sind wirklich ganz, ganz tolle Formen. Da habe ich auch ganz lange drauf gewartet, bis ihr die endlich ranbekommen hat. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Unsere nächsten Projekte wären Hammer, glaube ich, mit diesen Formen. Wir zeigen auch, wenn es mal schief geht. Ja, mit den Farben, schade. Ja, aber was nicht ist, ist nicht.